Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. So, meine Freunde, wir haben jetzt Schattenmeister gegen Cowboy vor uns. Ja, das war jetzt das Intro. Ja, doch. Ja, Schattenmeister gegen Cowboy, ne? Hier, Sakura First. Ich glaube, also es könnte entweder ganz lustig werden oder Cowboy wird einfach Schattenmeister wegstompen. Das sind meine zwei Predictions. Entweder es wird lustig oder Schattenmeister wird Cowboy wegstompen. Bin ich mal gespannt, aber wir sehen ja schon mal Isengard. Und wir sehen Orkigard. Schatten hat Orkigard, das heißt, der Cowboy wird wohl Isengard haben. Oh, welche. Oh Wunder, oh Wunder. Irgendwann darf scouten. Mein Gott, die brauchen so lange. Aha. Und Schattengard hat hier Landigard. Warum jetzt alles mit Gard? Keine Ahnung. Rohstoffgard. Und noch mehr Rohstoffgard. Sehr gegarte Rohstoffe. Oh ja. Katsching! Hier von Shadow, ne? Der Video. Wie ich gegen Sauron gespielt habe. Katsching, katsching, katsching. Hier kommt ein ganz Wecker hier noch an. Hilfe. Ja, wir haben gerade 8.10 Uhr. Schmelzofen. Schmelzofen, Fass. Urukupe braucht ewig. Aha. Irgendwie ist die Idee ja ganz gut, nur der Effekt geht verloren, wenn man es gescoutet hat. Und man jetzt einfach auf Pikenstart geht. Da geht irgendwie der gesamte Überraschungseffekt jetzt gleich verloren. Ah, Schatten. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Da werden gleich die Piken rauskommen. Wo haben wir die Festung? Da. Ja, ist, kann Cowboy eigentlich tun lassen, was er will. Er kann creepen, er kann stressen, er kann creep stressen, er kann Stress creepen. Und Schatten baut halt Spinnen. Ich glaube, ich würde sogar tatsächlich erst creepen mit der Horde. Dann hat man noch so ein bisschen Überraschungseffekt auf seiner Seite. Aber jetzt denkt sich Schatten eigentlich nur, oh Scheiße. Was tue ich denn jetzt dagegen? Ja, der Turm wird nichts ausrichten. Das Land wird auch nichts ausrichten. Die werden trotzdem getötet. Ja, und jetzt wird einfach gecreept. So kann man es natürlich auch machen. Autsch, autsch, autsch. Danke. Oh lol, Spinnen-Upgrade sogar. Da wäre der Turm noch besser gewesen. Ja, jetzt gibt's die Aukhöhle. Und hier ist aber schon die zweite Produktion. Ey, das sieht aber eng aus. Plus 17, Hilfe. Ja, mein Herz. Mein Rohstoffherz. Ach, guck mal, jetzt wird die Aukhöhle gescoutet, aber da stehen schon Armies. Und da wir schon. Oh, die armen Ork-Krieger, die werden gleich sowas von mir gesniped. Der nächste Turm. Nochmal Geld. Frontalgeld. Ein sogenanntes Offensivgeld. Also, wenn Cowboy jetzt ganz böse ist, haut er den jetzt auch noch weg. Das ist ja so ein. Das ist ein Schäfer-Move. Ich glaube, das war ein Schäfer-Move. Ja, ne?
Das ist ein Stomp. Das ist... Also wir haben 4,25, aber ich call jetzt schon das GG. GG, weil Pikenstart. Komplett überritten. Kämpft das doch! Danke. Nix Aukel. Was war eigentlich der Baui hier? Ach, der Baui hier, der Baui nicht. Oh, jetzt gibt's Schwertkrieger sogar. Kleiner Baumeister Kaffeeklatsch. Okay, Rückzug? Fragezeichen. Warum? Angreifen und weg? Jetzt lass den armen Jungen doch auch noch nicht leiden. Setz ihn doch einfach GG. Na ja, gut, ne? 8 Punkte. 4 Öfen Unterschied. Gerade waren es noch 6 Öfen Unterschied. Die Armeen auf der Karte. Cowboy hat einfach mal eben die Karte leer gequiept. Statten nicht Trolle oder? Nee, Waage auch, oder? Oh Gott. Sharku! Sharku kriegt Liebe. Hashtag Liebe für Sharku. Pray for Sharku. Der arme Sharku möchte auch mal ein bisschen geliebt werden. Nicht so wie dieser Baumeister, der will, also der will auch geliebt werden, aber der kriegt keine, weil der kriegt jetzt einfach eine Salve in den Rücken. Tja, Speedbuff. Hat Chaco genug Leben? 2,59, oh Gott, wird schwierig. Aber Chaco macht Flächenschaden. Oh, Dunländer. Wird das schon reichen? Stehen immerhin viele Türme hier. Ja, oh, Sharku Level 3. Jetzt kann er Waage buffen. Ist schon. Das ist eigentlich schon ein krasser Waagbuff. Mehr Schaden, mehr Rüstung und doppelt so schnell Erfahrung und die Verlangsamung durchs Überreiten wird halbiert. Oh, Gorki. Der Ork-König, der keine Ork-Armee hat, die er anführt. Macht Cowboy irgendeine Anstalt von Ram oder so, um seinen Push zu vereinfachen? Schatten, wenn du das nächste Mal irgendwo mit einer Spinngrube raschen willst und gescoutet wirst, dann baut die Spinngrube einfach woanders hin. So. Ach, guck mal, jetzt. Das war jetzt der Typ, der das, ja, der spielentscheidende Typ war das jetzt, also. Ja, oh, tschüss, du Linda. Ein Gorkil, sie alle zu knechten.
Naja, wird so ein schnelleres Video heute. Right. Schatten hält sogar noch über 10 Minuten. Das wird sogar noch über 10 Minuten gehen. Oh Gott. Maiko-Krieg. Schön um die Rahmen rum, Maiko. Okay, Gorki tot. Ich bin gespannt, wie gut die Spinnen hier den Rambock treffen können. Ja, während das Major Bug Fokus, schlauer Move. ...10.33? Wären sogar noch mal 12? Ne, 12 nicht mehr. Ich glaube, es wären keine 11 mehr. Okay, auf die Sekunden achten. ...11.52! Jo, 11.52 GG. lass dich nicht scouten. Und wenn du gescoutet wirst, dann bau keine Spinngrube, die man so einfach countern kann. Was gibt's denn morgen? Hat jemand eine Idee? Hat jemand eine Idee, was es morgen gibt? Welche Runde sind denn überhaupt? Wir sind, glaube ich, in Runde 6, oder? Ja, hier Runde 6, Spiel 3. Und morgen gibt's dann Dietz gegen Nee, es gibt's morgen. Mit Glück gibt's das morgen noch. Mit Pech nicht. Der ist ja gerade so eine blöde Situation. Notfalls. Keine Ahnung. Tschüss.